Hi, Veronika ist hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich beantworte in diesem Video eine Frage, die mir gestellt wurde von einer YouTuberin, die hier meine Videos schaut. Und zwar, wie man eine Lücke zwischen den Beinen bekommt. Ich glaube, jede Frau weiß, was gemeint ist mit der Lücke zwischen den Beinen. Also, dass man hier zwischen den Beinen natürlich nicht so viel Fett hat, dass es schön schlank ist und dass man da, dass sie nicht aneinander reiben. So, darauf gehe ich jetzt in diesem Video ein, wie das geht. Und ja, vorher erzähle ich dir noch kurz, ich bin hier gerade in L.A. Ist wunderschön hier, schöne Sonne, schöner Strand. Ich sitze hier gerade an den Palmen. Und was hier wunderschön ist, hier wird wirklich gesunde Ernährung groß geschrieben, beziehungsweise organic, also bio. Es gibt in den Cafés überall Mandelmilch, also pflanzliche Milch. Also du kannst dir überall Cappuccino mit pflanzlicher Milch machen lassen. Organic Kaffee, den trinke ich hier auch gerade. Organischen Bio-Kaffee. Und Quinoa gibt es auch überall im Restaurant zu bestellen. Das kenne ich aus Köln oder Deutschland fast gar nicht, dass ich das irgendwo im Restaurant finde oder im Café. Und Quinoa gepufft habe ich natürlich gefunden. Wer meine Videos verfolgt, weiß schon, dass ich total auf Quinoa gepufft, gepoppt stehe. Oder auch so halt gekochten Quinoa esse ich sehr, sehr gerne. Das gibt es ja alles, das finde ich super. Und hier in L.A. bzw. hier am Venice Beach gibt es auch einfach gute Cafés, die Raw-Sachen anbieten. Und dann, wenn man sagt, okay, ich möchte das jetzt ohne Öl und ohne Salz, ohne großes Pipapo, irgendwelche Gemüsesorten, kriegt man das alles. Das ist hier wirklich wunderschön. Okay, das aber nur nebenbei. Jetzt komme ich zum Thema. Die Lücke zwischen den Beinen. Also, dafür ist natürlich ganz wichtig, dass du dein Körperfett reduzierst. Das heißt, um dein Fett hier zu verlieren, musst du dein Körperfett verlieren. So, reduzieren. Wie geht das? Das sage ich eigentlich schon ganz häufig. 70%, sogar wahrscheinlich noch mehr, macht die Ernährung aus. Das bedeutet, du solltest dich gesund ernähren, darauf schauen, dass du nicht so viel Fast Food, nicht so viel verarbeitete Lebensmittel isst, mehr darauf schaust, was da wirklich drin ist, möglichst natürliche Lebensmittel, also möglichst raw. Das bedeutet auch, dass du dir keine Fertigpackungen kaufst, sondern den Reis selber zubereitest, das Gemüse selber machst, das Fleisch oder die Eier, alles selber machst. Hier, ich habe was im Auge. Und natürlich nicht zu viel Süßes. 100%ige Schokolade kann ich sogar beim Abnehmen, kann dir beim Abnehmen helfen, kann dich dabei unterstützen. Natürlich auch in Maßen. Nicht zu viel ungesundes Fett, sondern mehr gesunde Fette, also Nüsse und so weiter. Okay, das sind eigentlich alles Dinge, die musst du eigentlich bei mir schon wissen, wenn du meine Videos verfolgst. Also 70%, wahrscheinlich sogar noch mehr Ernährung. Der Rest macht der Sport aus. Sorry. Ja, und der Sport sollte natürlich intensiv genug sein. Ich sage immer, Krafttraining ist am besten. Du kannst auch Gewichtstraining zu Hause machen. Da gibt es auch sehr viele Workouts von mir. Oder bei mir im Magischen Bauchvektor bekommst du sehr schöne Übungen von mir, die schön fettverbrennend sind. Also intensive, fettverbrennende Workouts machen. Das bedeutet auch mal ein bisschen mehr schwitzen und nicht nur gucken, dass dein Make-up sitzt, sondern auch mal wirklich so bis an dein Limit, bis an deine Grenzen gehen und mal drauf scheißen, wie du aussiehst. Ich sehe gerade auch nicht toll aus. Ich bin verschwitzt vom Strand und mir ist es jetzt auch immer egal, dass ich verschwitzt bin. Ich bin jetzt auch nicht perfekt gestylt. Wir müssen nicht immer perfekt gestylt sein, auch wir Frauen nicht. Wir können auch mal schwitzen. Wenn du es nicht im Fitnessstudio machen möchtest, dann mach es zu Hause. Im Fitnessstudio kannst du es aber auch machen und das ist auch mal egal, wenn das Make-up läuft oder wenn am besten tu gar kein Make-up drauf. Also ruhig mal richtig intensiv schwitzen und genug Sport machen. Das bedeutet am besten Krafttraining, ein bisschen Ausdauertraining noch, möglichst mit Gewichten, nicht so viel labern mit deiner Freundin, wenn du mit ihr zusammen trainieren gehst und dann kriegst du auch die Lücke zwischen den Beinen. Also, so wie ich es eigentlich immer sage, Ernährung umstellen auf gesund, gesunde Lebensmittel essen, selber kochen, nicht immer zu irgendeinem McDonald's-Scheiß gehen oder wenn du irgendwo essen gehst, mal nachfragen, was ist da drin, was tun die da überhaupt rein und natürlich Eiweiß zu dir nehmen, damit du Muskelaufbau machen kannst. Das heißt, wenn deine Muskeln
deine schlanken Muskeln aufgebaut werden, dann verbrennst du auch noch mal schnell oder mehr Fett, weil deine Muskeln im Ruhezustand noch mal mehr Energie verbrauchen. Und da brauchst du eiweißhaltige Kost. Das geht entweder in Form von tierischen Produkten, aber auch in Form von Quinoa, wenn du Veganer oder Vegetarier bist. Da ist auch sehr viel Eiweiß drin. Oder Chiasamen oder Hanfsamen, von denen du nicht high wirst, wenn du sie isst. Also, auf eiweißhaltige Kost achten. Das geht, wenn du tierische Produkte isst, aber auch wenn du es nicht machst. Ganz einfach. So. Das sind so erstmal die Grundregeln. Und ja, ich werde auch häufig gefragt, wie oft soll ich denn hier Sport machen in der Woche? Es kommt immer ganz darauf an, was dein Aktivitätslevel ist. Wenn du jetzt den ganzen Tag in der Schule sitzt oder in der Uni oder im Büro bei der Arbeit, dann verbrauchst du relativ wenig. Dann musst du ein bisschen mehr Sport in der Freizeit machen, um dein Fett zu verbrennen. Wenn du als Verkäufer arbeitest oder als Friseur, Friseurin, dann verbrennst du natürlich viel mehr, weil du den ganzen Tag stehst und rumgehst. Dann musst du in der Freizeit nicht mehr so viel Sport machen. Aber so 2 bis 3 Mal Minimum. Und das aber auch kurze Einheiten. Manchmal reichen auch wirklich 30 Minuten. Wenn es intensiv genug ist, reicht das völlig aus. Also so kriegst du die Lücke in die Beine. Ich wusste das vorher auch nicht. Ich hatte auch lange gekämpft, weil ich liebe auch die Lücke in den Beinen. Ich mag das auch sehr gerne. Und ich bin froh, dass ich es jetzt geschafft habe. Und das habe ich, wie gesagt, durch Gewichtstraining, Krafttraining. Ich mache das beides im Fitnessstudio, aber auch zu Hause. Und mit gesunder Ernährung. Daran kommst du einfach nicht vorbei. Ist halt einfach so. Nicht zu viel Zucker, nicht zu viele Süßigkeiten. Wie gesagt, wenn, dann gesunde Süßigkeiten und gesunde Schokolade. Die 100%ige ist da sehr empfehlenswert. So, jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viel Erfolg mit den Infos. Und wie gesagt, im magischen Bauchwerkturbo bekommst du noch mehr Infos zu fettverbrennenden, fettverbrennender Kost, fettverbrennenden Workouts und Rezepte, die gesund sind vor allen Dingen. In der Videobeschreibung ist der Link. So, ich gucke jetzt mal, dass meine Augen nicht so viel laufen. Irgendwie die Sonne brennt hier so. Ich wollte aber nicht hier mit einer Sonnenbrille sitzen, weil das ja eigentlich im Video nicht so schön ist, ne? Wenn du meine Augen nicht siehst. Alles klar. Ich bedanke mich sehr, dass du zugeschaut hast. Und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Und natürlich im Turbo. Juhu! Ciao!